Schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie heute zur Sprechstunde Altona begrüßen zu dürfen. Ich möchte mit Ihnen das Thema Harninkontinenz besprechen, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich glaube, dass wir es hier mit einem Themenkomplex zu tun haben, der in der Wahrnehmung der verschiedenen Krankheiten in der Medizin deutlich unterrepräsentiert ist. Und umso mehr freue ich mich über Ihr reges Interesse und hoffe, dass ich mit dem Vortrag Ihre Fragen zum einen beantworten kann, zum anderen Ihnen aber auch hoffentlich einen ausreichenden Überblick über ein Thema geben kann, das aus meiner Sicht doch sehr komplex ist. Und damit würde ich dann auch schon in das Thema eintauchen. Die Überschrift ist ja eigentlich Hilfe und Scham. Ich habe das hier noch mal ein bisschen abgeändert. Wenn es tropft oder drängt, warum ich das so geschrieben habe, wird, glaube ich, in den weiteren Folien klar werden. Aktuelles und aktuellstes jedenfalls zur Diagnostik und Therapie der Harninkontinenz. Und wir werden uns da an so einem kleinen roten Faden entlanghangeln. Ich werde Ihnen erstmal was zu den Grundlagen und Definitionen der Inkontinenz berichten, werden uns dann so ein bisschen mit der Epidemiologie beschäftigen, das heißt, wie häufig kommen die verschiedenen Inkontinenzen eigentlich in der Bevölkerung vor? Ist es eher was Seltenes? Ist es vielleicht viel häufiger als angenommen? Und uns dann eben mit dem klinischen Alltag beschäftigen, also der Diagnostik, der Untersuchungen und den Untersuchungstechniken sowie dann letzten Endes den Therapiekonzepten für die verschiedenen Inkontinenzformen. Hier einmal ein Übersichtsbild. Sie sehen hier die Harnblase eingebettet in den muskulären Beckenboden. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Struktur, aus der letzten Endes auch der äußere Schließmuskel hervorgeht und die in ihrer Summe zum einen für die Stabilität dieser Organe verantwortlich ist, aber eben auch für die Funktion und wenn es eben nicht funktioniert, auch für die Funktionsstörungen. Und Sie sehen schon, dass dieser Bereich, die Harnblase und auch der äußere Schließmuskel eben von verschiedenen Nerven, die aus verschiedenen Stellen der Wirbelsäule austreten, versorgt werden. Und das ist später dann nochmal wichtig, wenn wir auch über die Therapie der Harninkontinenz sprechen. Was ist eigentlich die Harninkontinenz? Und ich habe Ihnen hier mal die Definition der Internationalen Kontinenzgesellschaft mitgebracht. Inkontinenz ist wirklich der Verlust, der unwillkürliche Verlust jeglicher Menge von Harn. Das heißt, Sie müssen nicht sehr viel Urin verlieren, um behandlungsbedürftig zu sein, sondern auch wenige Tropfen gelten als Inkontinenz, wenn sie denn ungewollt verloren gehen. Und die Entscheidung, ob hier eine Therapiebedürftigkeit besteht oder nicht, hängt nicht unentschieden vom Leidensdruck der Patientinnen und Patienten ab. Wichtig zu merken ist, jeder Harnabgang ist wichtig. Es spielt keine Rolle, ob es wenig oder viel ist, der da unwillkürlich abgeht. Die Begleitumstände spielen keine Rolle, sondern letzten Endes einfach nur, dass es zum ungewollten Urinverlust kommt und dass Leidensdruck und Behandlungsbedürftigkeit vom Patienten wahrgenommen wird. Gibt es jetzt einfach nur eine Harninkontinenz und ist das Thema dann schon aufgearbeitet und Sie sehen schon, dass dem nicht so ist. Wir haben hier die Belastungsinkontinenz, unterscheiden das von der Dranginkontinenz. Ich habe die in Rot markiert, weil das mit Abstand die beiden häufigsten Inkontinenzformen sind und auch die Inkontinenzform, auf die ich mich heute Abend konzentrieren werde. Dann gibt es seltenere Inkontinenzformen wie die Überlaufinkontinenz. Da handelt es sich um eine Inkontinenz, bei der die Blase eigentlich immer voll ist, zum Beispiel aufgrund eines Passagehindernisses unterhalb der Blase. Das kann eine Prostata sein oder eine vergrößerte Prostata, eine Harnröhrenenge oder bei der Frau ein Blasenprolaps, also ein Vorfall der Blase. Und diese volle Blase, die füllt sich und damit steigt eben der Druck in der Blase. Und wenn der Druck in der Blase den des Schließmuskels
überschreitet, dann kommt es zu ungewollten Urinverlust. Das muss man sich vorstellen wie einen kochenden Topf Wasser, bei dem eben nur der Überlauf überschwappt. Der Topf an sich wird eigentlich nie leer. Dann gibt es die neurogene Inkontinenz. Das sind die Inkontinenzformen, die mit neurologischen Grunderkrankungen wie der multiplen Sklerose, der Parkinson-Krankheit oder vergesellschaftet ist oder eben bei Patienten mit Querschnittslähmungen vorkommt. Und eine Sonderform, die extrauretrale Inkontinenz. Das sind Inkontinenzen, die zum Beispiel nach Bestrahlungen oder Operationen auftreten können, wenn es zu ungewollten Fehlverbindungen zwischen Organen kommt. Typisch sind hier Fehlverbindungen zwischen Blase und Scheide, also eine sogenannte Blasenscheidenfistel, bei der eben der Urin durch dieses Loch in die Scheide läuft. Hier gibt es ja keinen Halteapparat, ähnlich eines Schließmuskels und somit dann ungewollt verloren geht. Das wäre eine typische Form der extrauretralen Inkontinenz. Und natürlich gibt es Mischformen. So, dann wollen wir mal weiter in das Thema eintauchen. Wir haben hier die Belastungsinkontinenz. Hier nochmal eine schematische Darstellung der Harnblase, der Harnröhre. Und dann sehen Sie hier den muskulären Beckenboden mit dem Schließmuskel. Und Sie sehen hier schon zwei Pfeile auf den Schließmuskel gerichtet. Und das soll verdeutlichen, dass es sich bei der Belastungsinkontinenz um ein Problem des Schließmuskels handelt. Und zwar in folgenden. Dieser Schließmuskel kann zum Beispiel geschädigt werden durch Operationen. Das können Radikaloperationen im kleinen Becken oder Ausschabung der Prostata beim Mann sein. Sie können bei der Frau auftreten nach Schwangerschafts- und Geburtprozessen, in der Menopause, wenn es zu Veränderungen des hormonellen Stoffwechsels kommt und ein Östrogenmangel resultiert. Sie können vorkommen bei adipösen Patienten und es gibt begünstigende Faktoren wie das Rauchen zum Beispiel oder die Zuckerkrankheit. Der Mechanismus ist der folgende. Es entsteht ein Druck im Bauchraum, zum Beispiel beim Husten, Lachen und Niesen. Und ohne dass die Patientin oder der Patient Harndrang hat, kommt es im Rahmen dieser Druckerhöhung im Bauch zu einem ungewollten Urinverlust, weil der Schließmuskel eben nicht mehr dieselbe Kraft hat, die er vorher hatte und diesem ansteigenden Bauchdruck nicht gewachsen ist. Das sind also Patienten, die eben bei Belastung Urin verlieren, wie der Name schon sagt. Wir können hier verschiedene Gradeinteilungen vornehmen. Es gibt die milde Belastungsinkontinenz, bei der es tatsächlich nur bei großen Druckanstiegen wie beim Husten oder Niesen oder Lachen zum Urinverlust kommt. Es gibt die moderate, also die mittelstarke Belastungsinkontinenz, die vielleicht bei leichter körperlicher Belastung wie Treppensteigen oder dem Heben von Gegenständen auftritt und die schwere Belastungsinkontinenz, bei der es ungewollten Urinverlust auch in vollständiger Ruhe, zum Beispiel beim Liegen im Bett kommt. Diese Patienten verspüren im Rahmen der Inkontinenzepisode selten Harndrang, haben natürlich sonst auch Harndrang, wenn sich die Blase füllt wie andere, aber eben wenn der Urinverlust kommt, gibt es selten ein Warnsignal in Form des Harndrangs. Davon abgegrenzt ist die Dranginkontinenz. Sie sehen, hier sind die Pfeile auf die Blase gerichtet. Das heißt, hier ist das Problemorgan, die Blase. Und zwar wie folgt. Unser normaler Rhythmus ist, dass die Blase sich füllt über einen gewissen Zeitraum. Dann gewisse Sensoren in der Blase unserem Gehirn melden, dass sie voll ist die Harnblase und das Gehirn dann eine geordnete Miktion, also ein Wasserlassen initiiert, indem sich die Blase zusammenzieht zum einen und sich der Schließmuskel gleichzeitig öffnet. So funktioniert das normale Wasserlassen und bei der Dranginkontinenz ist es so, dass die Blase, wenn Sie so wollen, überempfindlich ist, häufig schon bei kleinen Mengen sich von selbst zusammenzieht, ohne sozusagen noch das Signal aus dem Gehirn oder dem Rückenmark abzuwarten. Und dann verspürt der Patient einen einschießenden Harndrang, der mitunter sehr stark ist. Und wenn dann keine Toilette in der unmittelbaren Nähe ist, kommt es zum ungewollten Urinverlust. Das heißt, hier hat sich die Blase ein bisschen von der Kontrolle der übergeordneten Strukturen, nämlich des Gehirns und des Rückenmarks, entkoppelt.
ist überempfindlich, zeigt bei kleinen Füllungsmengen eben schon relativ großen Harndrang. Und dieser Harndrang kann anders als beim Blasengesunden nicht für eine gewisse Zeit unterdrückt werden oder wenn nur für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, der in einer fremden Umgebung häufig nicht ausreicht, um die Toilette zu erreichen, was Patienten mitunter eben an die eigene Häuslichkeit bindet, weil sie sich nicht mehr trauen, in einer fremden Umgebung zu sein, wo sie nicht wissen, wo die nächste Toilette ist. Was ist eine überaktive Blase? Eine überaktive Blase liegt vor, wenn man über einen längeren Zeitraum mehr als 7 bis 8 Mal am Tag auf die Toilette muss. Das ist natürlich auch ein bisschen abhängig von der Trinkmenge, aber wenn wir davon ausgehen, dass eine Blase zwischen 300 und 500 Milliliter normalerweise fasst und 7 Toilettengänge vorliegt, dann hat man so ungefähr zwischen 2 und 3,5 Liter Füllung. Volumen gesamt in 24 Stunden, das würde also passen. Man sollte nicht mehr als einmal pro Nacht auf die Toilette gehen als Blasengesunder. Und die überaktive Blase ist neben diesen gesteigerten Frequenzen an Wasserlassen Tag und nächtens noch vergesellschaftet, dass der Harndrang eben einschießend ist oder als imperativer, als befehlender Harndrang bezeichnet wird, bei dem es keine Möglichkeit für den Patienten oder die Patientin gibt, eben abzuwarten, auszuharren, so nach dem Motto, ich möchte den Film noch zu Ende gucken, der noch 5 Minuten dauert. Das schaffen diese Patienten häufig nicht. Sonst würde es zum ungewollten Urinverlust kommen. Und wenn es so ist, dann bezeichnet man als die sogenannte Urge oder die Dranginkontinenz, die eben mit einer überaktiven Blase vergesellschaftet sein kann. Und da sehen Sie schon, dass die Krankheiten so ein bisschen ineinander übergehen. Ja. Wodurch entsteht eine überaktive Blase, die auch häufig als Reizblase bezeichnet wird? Schlussendlich ist es nicht geklärt, aber es gibt sicherlich Risikofaktoren. Das ist zum einen eine gestörte Kommunikation zwischen dem Gehirn als übergeordnete Struktur und der Blase, was häufig zu einer Überempfindlichkeit führt. Genauso kann das auf einer sehr mikroskopischen oder molekularen Ebene auch sein, dass das sozusagen an den Enden der Nervenfasern ein Problem vorliegt, was eben den sogenannten Detrusormuskel, also den Blasenmuskel, zu einer übermäßigen Aktivität anregt. Östrogenmangel ist ein besonderer Risikofaktor für eine überaktive Blase, genau wie die Atherosklerose, also die Gefäßverkalkung. Und letzten Endes entzündliche Prozesse am Urothel, also der Schleimhaut der Harnblase. Das sind alles Sachen, die Einfluss haben auf die Entstehung einer überaktiven Blase oder Einfluss haben können. Bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass jede Patientin mit einer normalen Blasenentzündung oder jeder Patient automatisch eine überaktive Blase entwickelt. Dem ist nicht so. Schlussendlich wissen wir nicht, welche Patienten eine überaktive Blase entwickeln und welche nicht. Die Folie ist jetzt ein Kapitel zu früh, leitet dieses aber ein. Es soll ja um die Epidemiologie gehen. Also wie häufig ist das? Ist man ganz allein mit seinem Problem? Ist man einer von wenigen oder ist es gar kein Problem? Und Sie sehen hier in grün die Dranginkontinenz, sehen in orange die Belastungsinkontinenz, die im englischen Sprachraum als Stress Urinary Inkontinenz bezeichnet wird, wobei sich der Stress eben auf die Druckerhöhung im Bauchraum bezieht und nicht auf den psychischen Stress, den man damit vielleicht verbindet. Und dann gibt es Mischformen, die hier noch eingezeichnet sind. Und da sehen Sie mal, wenn Sie die Urge-Inkontinenz sehen, und wir haben hier auf der X-Achse das Lebensalter, dass das mit zunehmendem Lebensalter immer weiter ansteigt. Und wenn wir mal so einen Zeitraum zwischen dem 70. und 80. Lebensjahr anschauen, dann haben wir hier in dieser Arbeit, und wenn man das auf die Bevölkerung überträgt, eben ein Vorkommen von 30 bis 40%. Und das hat tatsächlich, wenn man das mit anderen Krankheiten wie der Zuckerkrankheit oder dem Bluthochdruck vergleicht, den Charakter einer Volkskrankheit. Ja, und ich finde, und wahrscheinlich können Sie mir zustimmen, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung ganz anders gehandhabt wird. Die Belastungsinkontinenz tritt ein bisschen häufiger auf. Das hat zum einen was damit zu tun, dass sie überwiegend nur
beim weiblichen Geschlecht vorkommt, dementsprechend auch ein bisschen ihren absoluten Gipfel ein bisschen früher hat, nämlich so zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr. Also gerade, wenn sich vielleicht die durch Geburts- und Schwangerschaftsprozesse diese Veränderungen nochmal abzeichnen und gleichzeitig auch ein gewisser Hormonmangel eintritt. Da mischen sich natürlich auch ein paar Männer nach Operationen drunter, die kommen aber häufig erst, fließen die hier in diese Arbeiten ein bisschen später ein, zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr. Aber nichtsdestotrotz auch eine Krankheit, die jeden 10. Menschen betreffen kann. Und das sind keine kleinen Zahlen verglichen mit vielen anderen Krankheiten, die deutlich mehr im Fokus stehen. Wenn wir uns jetzt nochmal das in anderen Arbeiten angucken, und ich habe hier eine von der Emilia Rubilotta 2019 veröffentlicht, also relativ aktuelle Daten. Und wenn wir hier mal schauen, wie häufig ist eigentlich die Prävalenz, sie hat das mal aus verschiedenen Studien zusammengefasst, dann sehen Sie, dass also das Vorkommen bis zu 36% in diesen Arbeiten war, nicht? Und das ist verglichen eben, wie gesagt, mit den bekannten Volkskrankheiten ein durchaus vergleichbarer Wert und unterstreicht für mich nochmal, wie wichtig es ist, dieses Thema voranzutreiben und Patientinnen und Patienten Zugang zu Untersuchungen, zu adäquaten Untersuchungen und eben auch Therapiekonzepten zu ermöglichen. Und wenn wir das jetzt nochmal für die überaktive Blase anschauen, dann sehen Sie eben zum einen, dass es hier über die 30% kommt zwischen dem 70. und 80. Lebensjahr. Im Durchschnitt, wenn wir das über alle Altersgruppen mitteln, liegt die Prävalenz hier bei etwa 16%, unterscheidet sich nicht deutlich zwischen Männern und Frauen. Das ist also kein reines Problem des weiblichen Geschlechts, betrifft die Männer ganz genauso. Es gibt einen Unterschied. Die überaktive Blase tritt bei Frauen häufiger mit Inkontinenz auf, während die überaktive Blase ohne Urinverlust, also nur mit Harndrang und gehäuften Wasserlassen, deutlich häufiger bei den Männern auftritt. Das ist vielleicht ein geschlechtsspezifischer Unterschied. Ich finde es nicht unbedingt immer charmant, wenn man bei Medizin auch über Geld redet. Habe trotzdem einmal diese Arbeit hier zitiert von Coyne aus 2014, ein amerikanischer Gesundheitsökonom, der mal gezeigt hat, was im Jahr 2015 für Kosten durch Harninkontinenz verursacht wurden im US-amerikanischen Gesundheitswesen. Und Sie sehen hier 76,2 Milliarden Euro und im Jahr 2020 dann 82,6 Milliarden Euro. Und ich finde, das verdeutlicht eben sehr anschaulich, wie groß der Bedarf hier ist und wie groß das Problem ist. In diese Kosten fließen nicht nur die Hilfsmittelversorgung ein und die Therapien, sondern auch der Arbeitsausfall, der durch die Krankheit bei den Patientinnen und Patienten verursacht wird. Und ich finde, das sind gehörige Dimensionen und unterstreicht nochmal die Zahlen, die wir gerade epidemiologisch bezüglich der Prävalenz gesehen haben. Also wir haben es hier mit einer signifikanten Erkrankung zu tun. Und wenn wir uns mal die demografische Entwicklung anschauen, das ist jetzt von 2011, aber das hat, denke ich, Bestand, dann darf man davon ausgehen, dass dieses Problem mit der Inkontinenz, beziehungsweise die Inkontinenz an sich wäre ja eine Krankheit, kein Problem, aber dass es nicht so im Fokus ist vieler Ärzte, wird es eher noch zunehmen und ein weiterer Grund eben, sich dieses Themas anzunehmen. So, was gibt es eigentlich für Risikofaktoren für eine Harninkontinenz? Wir hatten schon darüber gesprochen, Schwangerschaft und Geburtsprozesse können hier ein Risiko sein. Sie können sich vorstellen, dass da unheimliche Kräfte im Bauchraum wirken, die auch Einfluss auf die Aufhängungsapparate dieser Organe haben. Denn alle Organe im Inneren sind letzten Endes an Bändern aufgehangen und die können eben im Rahmen von Schwangerschaften und Geburtsprozessen durchaus überdehnt werden oder sogar kleine Risse erleiden. Und das wiederum hat dann natürlich einen Einfluss auf die Funktionalität dieser Organe. Gynäkologische und urologische Operationen gehören dazu, Harnwegsinfektionen, Blasenentleerungsstörungen, wie sie zum Beispiel bei der gutartigen Prostatavergrößerung vorkommen. Übergewicht spielt eine ganz wichtige Rolle. Blasentumore können tatsächlich in seltenen Fällen eine Harninkontinenz verursachen. Patienten mit Obstipation, also einer Stuhlverstopfung,
beziehungsweise die Stuhlverstopfung selbst kann einen Einfluss auf die Harninkontinenz haben, genauso wie chronisches Husten und wodurch wird es ab und zu ausgelöst durch Rauchen. Das kann einen Einfluss auf Harninkontinenz haben. Sie erinnern sich an die Folie der Belastungsinkontinenz, wo wir gesagt haben, mit Belastung ist der Druckanstieg im Bauch gemeint und chronisches Husten ist ein enormer Druckanstieg im Bauchraum und das kann Inkontinenz verursachen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen können eine Ursache von Harninkontinenz sein, genauso wie eine übermäßige Urinproduktion. Die neurologischen Störungen hatten wir schon erwähnt, genauso wie die Prostatavergrößerung und selbstverständlich kann es auch die bösartige Prostatavergrößerung sein. Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die Harninkontinenz verstärken oder auslösen können. Lebensalter spielt eine Rolle, der Östrogenmangel und eine generelle Schwäche des Beckenbodens. Sind wir das im Uhrzeigersinn einmal durchgegangen und es gibt eben auch Folgen der Harninkontinenz. Und warum ist es eigentlich eine Krankheit? Man könnte ja sagen, okay, man verliert Urin, es schreitet vielleicht fort, aber das schädigt einen ja nicht. Aber es kommt natürlich zum Verlust von Selbstvertrauen, einer Reduktion sozialer Interaktionen. Ich hatte das erwähnt, man trifft sich vielleicht nicht mehr vor Freunden, es gibt ein gewisses Gefühl von Scham, ja, vielleicht hat man auch Angst, dass es zu einer Geruchsbelästigung kommt, nicht? Oder dass man eben keine Toilette findet, verzichtet dadurch auf Freizeitaktivitäten, verliert soziale Kontakte und hat eine gewisse Angst vor Institutionalisierung, nicht? Also dass man eben auch immer auf gewisse Toiletten angewiesen ist oder zu wissen, wo die sind, ist natürlich dem gegenüber auch in einer erhöhten Abhängigkeit. Es kommt zu einer verminderten sexuellen Aktivität, was durchaus Einfluss auf die Partnerschaftlichkeit haben kann und in letzter Konsequenz zu Scham, depressiver Verstimmung oder auch Depression. Das finde ich, dass eben doch extrem gravierende Veränderungen und Einschnitte ins Privatleben sind, die im modernen Zeitalter, und wir reden immer von der offenen Gesellschaft, eigentlich aus meiner Sicht keinen Platz mehr haben. Und damit möchte ich jetzt gleich schon übergehen in den klinischen Bereich. Das ist der Bereich, der auch mit meinen Alltag bestimmt. Und wir beginnen mit den Untersuchungsmethoden. Und ganz wichtig ist die Anamnese, das ist das Arzt-Patienten-Gespräch. Und das ist aus meiner Sicht fast die wichtigste Untersuchungsmethode, wenn es darum geht, herauszufinden, welche Art von Inkontinenz ein Patient hat. Und manchmal ist es trotzdem für Patienten schwierig, das genau und präzise zu formulieren. Und in diesen Fällen und auch sonst, jeder Patient durchläuft es bei uns, gibt es letzten Endes Fragebögen, die einem ein bisschen helfen sollen, das zu objektivieren. Was auch wirklich hilft, ist ein Miktionstagebuch. Was ist es? Das ist letzten Endes ein Trink-Pinkel-Tagebuch, wo man mal ganz genau festhält über drei typische Tage, was sie trinken. Ja, man teilt die drei Tage dann in die 24 Stunden auf, in welcher Stunde man wie viel trinkt, wann man auf Toilette geht, wie viel man ausscheidet. Man braucht also einen kleinen billigen Messbecher und auch wann es zu Episoden von ungewollten Urinverlust beziehungsweise von überschießenden Harndrang kommt. Und daher das eine Dokumentation ist, die in ihrer häuslichen Umgebung stattfindet, also nicht an einem Krankenhausarbeitsplatz, spiegelt es sehr gut die Realität wider und ist aus meiner Sicht eben in Kombination mit den beiden vorgenannten Untersuchungsmethoden eine der wichtigsten Diagnostika, die wir hier bei der Untersuchung der Harninkontinenz haben. Natürlich gibt es auch klinische Untersuchungen, ja, eine frauenärztliche Untersuchung gehört dazu, dass man einmal sieht, wie sich die Organe, nämlich die Blase, die Gebärmutter oder der Scheidenstumpf, wenn die Gebärmutter schon entfernt wurde, und das Rektum bezogen auf die Scheide verhalten. Ultraschall vom Bauchraum, aber auch von der Scheide aus oder vom Damm können wichtige diagnostische Mittel sein. Dann gibt es die Uroflometrie. Da müssen Sie in so eine Spezialtoilette Wasser lassen und die zeichnet dann die Härte Ihres Harnstrahls auf. Auf dem Tachometer würde man km/h sagen. Hier sind es Milliliter pro Sekunde. Und etwas komplizierter, und ich nenne es immer das EKG, also die Herzschrift der Blase, ist dann die Urodynamik, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Blasenspiegelung können mitunter nötig werden, insbesondere wenn es darum geht, den Schließmuskel selbst zu beurteilen. Und in komplizierten Fällen können auch Röntgenbilder oder die probatorische Einlage eines Pessars, also eines vaginalen Platzhalters, wichtige Untersuchungsmethoden sein. Ich möchte Sie nicht unbedingt alle mit Ihnen durcharbeiten, aber was ganz wichtig ist beim Arzt-Patienten-Gespräch, ist sicherlich die Medikamentenanamnese, also herauszufinden, welche Medikamente nimmt der Patient eigentlich schon und welche könnten Einfluss auf Inkontinenz haben oder auf die Kontinenz. Und Sie sehen hier schon, dass eine ganze Menge Medikamente dazugehören und das sind nicht irgendwelche selten eingenommenen Medikamente, sondern wir haben hier eine Menge Blutdruckmedikamente, ja, wie ACE-Hämmer, Alpha-Blocker können Blutdruckmedikamente sein, ja. Dann Anti-Parkinson-Medikamente spielen eine wichtige Rolle, Antiepileptika, teilweise Medikamente gegen die Übelkeit, Psychopharmaka, Sedativa, Diuretika, also Medikamente, die die Harnausscheidung antreiben, eben und auch zahlreiche Blutdruckmedikamente wie Beta-Blocker oder Calcium-Antagonisten. Und Sie sehen schon, da sind sicherlich ein paar Medikamente bei, die Sie auch in Ihrer Medikationsliste finden. Was nicht bedeuten soll, dass man das jetzt absetzt. Und denn zum einen haben diese Medikamente natürlich auch eine Wirkung, die sicherlich wichtig für sie ist. Zum anderen bedeutet das Absetzen nicht unbedingt, dass die Inkontinenz aufhört, weil ganz häufig diese Medikamente eine Inkontinenz zwar negativ beeinflussen, sie aber sehr selten auslösen. Nichtsdestotrotz, wenn man solche Medikamente findet, kann man gemeinsam mit dem behandelnden Hausarzt zum Beispiel nochmal überlegen, ob man sie ersetzen kann, ohne dass die gewünschte Wirkung verloren geht, aber vielleicht eben die Nebenwirkung verloren geht und wir so einen positiven Effekt auf die Kontinenz haben. Hier mal das Miktionsprotokoll zur Veranschaulichung. Sie sehen hier eben drei typische Tage. Man kann das, wenn man Medikamente ansetzt, einmal vor der Medikation, einmal nach der Medikation machen, um den Unterschied. Und sehen hier schon, es wird dokumentiert die Trinkmenge, die Harnmenge, die man kontrolliert abgibt. Harndrang wird dokumentiert durch ein Kreuzchen, genau wie Urinverlust und weil man einen Vorlagenwechsel benötigte. Und es gibt doch ein sehr, sehr realistisches Bild Ihres Alltages. Und das ist nochmal die Urodynamik und Sie sehen, wie das funktioniert. Das sieht jetzt erschreckend technisch aus. Sie sehen einmal rechts im Bild so Kurven, die erinnern vielleicht so ein bisschen an ein EKG. De facto ist es so, dass wir einen Messkatheter in die Blase einbringen. Das sind ganz, ganz dünne Katheter. Einen Messkatheter in den After und so Klebeelektroden auf den Beckenboden von außen aufkleben. Und dann die Blase ganz langsam mit einer handwarmen Flüssigkeit füllen. Und mal schauen und aufzeichnen, wie der Blasenmuskel reagiert, ob er sich von selber zusammenzieht oder ob er eben sozusagen dem Gehirn, wenn man so möchte, gehorcht und von ihm kontrolliert werden kann. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Untersuchung, gerade wenn es um die Behandlung der Dranginkontinenz geht und deutlich weniger aufregend, als es jetzt hier auf dem Bild ausschaut. Und dann haben wir natürlich noch Röntgenbilder, die uns sehr schön sozusagen zeigen, ob die Aufhängung der Organe noch intakt ist. Sie sehen hier einen Schnitt durch das kleine Becken, hier die Harnblase, die mit Urin gefüllt ist, hier den Enddarm. Das Ganze ist in Ruhe. Hier hinten sehen Sie noch das Schambein. Und in Ruhe, wenn Sie hier so eine Linie durchziehen, ist die Blase genau noch über der Linie. Und wenn der Patient jetzt zum Pressen aufgefordert wird oder die Patientin, dann sehen Sie, dass die Blase tiefer tritt und das ist ein Blasenvorfall und kann eben zu Funktionsstörungen des Wasserlassens führen und das sind mitunter auch sehr wichtige diagnostische Mittel. Schwenke ich gleich zur Therapie. Und wir hatten das ja in den ersten Folien gezeigt, dass die Belastungsinkontinenz und die Dranginkontinenz zwar beide letzten Endes dasselbe Symptom haben, nämlich den ungewollten Urinverlust, aber zwei ganz unterschiedliche Krankheiten sind, die an unterschiedlichen Orten entstehen. Die Belastungsinkontinenz nämlich am Schließmuskel, die Dranginkontinenz an der Harnblase, die einen ganz unterschiedlichen Entstehungsmechanismus haben,
und dementsprechend auch ganz unterschiedlich behandelt werden müssen. Und wir fangen mal mit der Belastungsinkontinenz an. Nochmal zur Erinnerung, hier kommt es zum ungewollten Urinverlust bei Belastung, also Husten, Lachen, Niesen oder eben Treppensteigen, das Heben von Lasten und so weiter. Und wenn wir jetzt auf die Therapie gucken, und das ist sozusagen die Leitlinie der Europäischen Urologischen Gesellschaft, dann geht es erstmal los mit Lebensstil und Verhaltensänderungen. Ja, das heißt, ein bestehendes Übergewicht, sofern möglich, sollte ein bisschen reduziert werden. Wenn man sehr viel Koffein zu sich nimmt, also der starke Kaffeetrinker sollte vielleicht ein bisschen den Kaffeekonsum reduzieren, denn Koffein ist eine stark harntreibende Substanz. Rauchen sollte eingestellt werden und dann gibt es Blasentraining, damit ist hier eben das physiotherapeutische Training gemeint, was ein ganz wichtiger Baustein ist in der Therapie der Belastungsinkontinenz. Hier steht jetzt Flüssigkeitsaufnahme einschränken, da kann ich als allgemeiner Urologe nicht ganz zustimmen, aber wenn man weiß, man geht abends ins Theater um 8, vielleicht ab 6 Uhr keine Flüssigkeiten mehr aufnehmen, um eben die Symptome Schwere zu mildern. Ein regelmäßiger Entleerungsrhythmus kann zumindest bei den nicht ganz fortgeschrittenen Stadien ein Konzept sein oder eine Verhaltensänderung, die zur Symptommilderung führt. Es gibt Inkontinenztampons und Pessare. Überhaupt gibt es für beide Inkontinenzformen, das sei nur noch mal erwähnt, neben den kausalen Therapien, also den Therapien, die die Erkrankung selbst angreifen, eine breit gefächerte Hilfsmittelversorgung. Es geht eben über Slip-Einlagen bis hin zu Schutzhosen, Kondomurinalen, Penisklemmen. Also es gibt da eine sehr große Bandbreite eben an Hilfsmitteln, sowohl einmal zum Auffangen des Urins, aber zum Beispiel gibt es auch Apps. Die erste war der London Loo Finder, also Apps, die Ihnen zeigen, wo Toiletten sind. Hier gibt es, glaube ich, zum Beispiel die nette Toilette, die eben nicht nur zeigen, wo die Toilette ist, sondern ob sie auch behindertengerecht ist, ob sie kostenpflichtig ist. Das kann einem Freiräume verschaffen und ein bisschen so die Anbindung ans eigene Zuhause ein bisschen lockern. Beckenbodentraining ist ganz wichtig, dass es durch einen Physiotherapeuten gemacht wird, der auch erfahren in der Technik ist. Nicht jeder Physiotherapeut, der ihr Knie sehr gut behandelt hat, ist auch der Richtige für den Beckenboden, genauso wie ich sicherlich nicht der Richtige bin, um ihr Knie zu operieren als Urologe. Da ist nochmal wichtig, dass man eben den richtigen Ansprechpartner findet. Sie sehen, auf der medikamentösen Ebene gibt es gar nicht so viel. Es gibt eine Tablette, das Duloxetin, eigentlich ein Psychopharmakon, das eben auch eine positive Wirkung, zumindest passagier, auf die Inkontinenz hat, in Deutschland aber nur für die Frau zugelassen ist, obwohl sein positiver Effekt auch beim Mann nachgewiesen wurde. Und eben die lokale Applikation einer Hormonsalbe, nämlich einer Östrogensalbe für Frauen in der Postmenopause. Das kann einen sehr, sehr guten Effekt auf die Inkontinenz haben. Und nachgeschaltet und eine Domäne der Belastungsinkontinenz sind tatsächlich die Operationen. Wir haben hier Bandoperationen. Das Prinzip ist letzten Endes, dass ein Band eingelegt wird, auf dem die Harnröhre wie auf einer Hängematte liegt und die so ein bisschen die gestörte Aufhängung, also die geschädigten Bänder ersetzen soll. Da gibt es verschiedene Systeme für Frau und Mann. Es gibt verschiedene andere Operationsmethoden, die aus der Zeit sind, als es noch keine Bänder gab, die auch heute noch in Einzelfällen eine Rolle spielen und die im Armamentarium eines Inkontinenzchirurgen unbedingt vorhanden sein sollten. Das ist die Kolposuspension und die Faszienzügelplastik. Und es gibt den künstlichen Schließmuskel, wenn Sie so wollen. Bei ganz ausgeprägten Inkontinenzen, verzweifelten Patienten, die schon alles durchlaufen haben, wo nichts gewirkt hat, solche Patienten gibt es, die trifft man vielleicht einmal im Jahr, selbst in so einem Zentrum, also wie hier, relativ selten, kann eine Harnableitung, also eine Blasenentfernung und Harnableitung über einen anderen Weg eine Notfalllösung sein. Vorher sollte man aber immer sicher sein, dass wirklich alle Therapiekonzepte, die vorgeschaltet sind, auch ausgeschöpft wurden. Konservative Therapieoptionen, wie gesagt, das Beckenbodentraining, ich habe es schon mal erwähnt, deswegen hier nur als Wiederholung, physiotherapeutische Anleitung ist wichtig. Die Wirkung von Biofeedback und Elektrostimulation ist in Studien umstritten, aber im Einzelfall durchaus wirksam und über die Medikamente haben wir gerade
gesprochen und den entsprechenden Zulassungsstatus. Sie sehen hier verschiedene Pessare, die nochmal wichtig sein können. Sie sehen schon, dass diese Pessare ganz unterschiedliche Formen und Größen haben. Und es ist ganz wichtig, dass das individuell angepasst wird. Zum einen an die Größe, weil es sonst zu Druckstellen und Entzündungen in der Scheide kommen kann. Zum einen, ob ein Vorfall vorliegt, also ob ein Organ in die Scheide sich vorwölbt, das kann die Blase, der Enddarm oder die Gebärmutter sein, und ob Inkontinenztherapie gewünscht ist oder nicht. Und entsprechend gibt es für jedes Problem ein entsprechendes Pessar und das wiederum in verschiedenen Größen. Hier nochmal eine schematische Darstellung der Bänder. Es gibt zwei Arten, die einzulegen. Das sehen Sie schon. Einmal ist es so U-förmig, einmal ist es so ein bisschen V-förmig oder so wellenförmig. Entscheidend ist, dass es unter der Harnröhre liegt, die Sie hier sehen, und die Harnröhre selbst eben wie auf einer Hängematte liegt. Und das imitiert eben, wie gesagt, die Bandstrukturen, die hier häufig geschädigt sind. Das ist ein minimalinvasiver Eingriff, sowohl beim Mann als auch bei der Frau sind es recht kleine Schnitte und relativ kurze Krankenhausaufenthalte. Und wenn wir über die Effektivität dieser Therapie reden, dann dürfen wir bei der Frau annehmen, da ist das Band jetzt schon mittlerweile so 27, 30 Jahre im klinischen Einsatz, haben wir Erfolgsraten zwischen 70% und 95%, auch im Langzeitverlauf, bei relativ niedrigen Komplikationsraten unter 5%. Beim Mann schaut es ein bisschen anders aus mit den Bändern. Ich beziehe mich hier auch eben auf so eine sogenannte suburethrale, also unter der Harnröhre gelegene spannungsfreie Schlinge. Da sind die Erfolgsraten etwas schlechter, um die 70%, bei allerdings auch sehr niedrigen Komplikationsraten um die 2%. Also durchaus Therapien, die erfolgsversprechend sind und ein relativ niedriges Komplikationslevel haben. Hier sind nochmal die etwas älteren Operationsmethoden erwähnt, die im Prinzip aber dasselbe Prinzip haben wie die Bänder, nämlich sozusagen die Harnröhre wieder ein bisschen anzuheben und zu stabilisieren. Entweder mit, das sind Operationen, die vom Bauchraum stattfinden, entweder mit Nähten, die eben das neben der Harnröhre oder der Scheide gelegene Gewebe greifen und dann am vorderen Beckenknochen fixiert werden. Oder man benutzt eine Muskelhaut, die sehen Sie eben auch wie eine Hängematte um die Harnröhre gelegt wird. Heute würde man das trotz allem mit synthetischen Netzen machen, ganz einfach, weil wir hier Krankenhausliegedauern von 1 bis 2 Tagen haben, während bei diesen etwas älteren Operationen mit Hunter Krankenhausliegedauer zwischen 7 und 10 Tagen entstehen und wir es hier eben auch mit Operationen zu tun haben, die vom Bauchraum ausgeführt werden, während die Bänder minimalinvasiv von der Scheide eingebracht werden können. Hier sehen Sie das entsprechende Band beim Mann. Sie sehen hier noch gerade den Hodensackansatz, also den Skrotalansatz. Hier den Schnitt am Damm, hier unten wäre der After. Das Prinzip ist dasselbe. Die Harnröhre liegt wie auf einer Hängematte auf dem Band. Und eine weitere Therapie, wenn nicht die Aufhängung des Schließmuskels das Problem ist, sondern der Schließmuskel selbst beschädigt wurde. In der Regel geht es nur in Folge von Operationen. Dann kann ein sogenannter künstlicher Schließmuskel implantiert werden. Das ist letzten Endes eine hydraulische Pumpe. Ich versuche es Ihnen mal zu erläutern. Es gibt eine Manschette, die um die Harnröhre gelegt wird, ganz analog, wie der echte Schließmuskel es auch machen würde. Es gibt eine Pumpe, die im Hodensack liegt oder bei der Frau in den Bereich der großen Schamlippen. Und es gibt ein Reservoir, was im Bauchraum gelegen ist, also neben der Harnblase. Und jetzt ist es so, dass dieser Schließmuskel erstmal mit Flüssigkeit gefüllt ist, also die Harnröhre zusammenkneift, die Harnblase füllt sich ganz normal. Wenn die voll genug ist, melden die Sensoren dem Gehirn, die Harnblase ist voll, jetzt muss ein Wasserlassen eingeleitet werden, dann geht man zur Toilette. Man kann diesen künstlichen Schließmuskel natürlich nicht mit seinem Gehirn ansteuern, aber man greift dann mit seiner Hand zu der Pumpe, drückt 2-mal, 3-mal auf die Pumpvorrichtung, dann fließt die Flüssigkeit aus der Manschette in dieses Überlaufreservoir, die Harnröhre wird freigegeben, man kann Wasser lassen und der Rückstrom der Flüssigkeit erfolgt von selbst nach wenigen Minuten, bis die Manschette wieder so gefüllt ist, dass sie die Harnröhre zusammendrücken kann und eben Kontinenz entsteht.
Das ist eben eine OP, die sehr erfolgreich sein kann. Die Erfolgsraten liegen hier zwischen 80% und 97%, also nochmal höher als bei den Bändern bezogen auf den Mann. Allerdings erkauft man sich diesen Erfolg auch durch erhöhte Komplikationsraten. Das heißt, Sie haben hier eine Ausbaurate von 20% bis 30%, wenn wir auf 10-Jahresdaten gucken, wobei Ausbau nicht bedeutet, dass das dann war. Man kann nach einer gewissen Zeit auch wieder reimplantieren, also ein neues System einsetzen bei den meisten Patienten. Aber wir haben eben eine erhöhte Komplikationsrate und die Komplikationen entstehen zum einen durch technische Defekte des Systems selbst, durch Infektionen oder dass es zu einer Druckschädigung der Harnröhre kommt, die dann so eine siebförmige Durchlöcherung erfährt und dann tritt Urin aus. Und das sind eben gravierende Zustände, die zum Ausbau des Systems führen. Zusammenfassend kann man sagen, spannungsfreie, unter der Harnröhre gelegene, also sogenannte suburethrale Bänder, sind die Standardtherapie für die Belastungsinkontinenz der Frau nach Versagen konservativer Therapieoptionen. Also jede Patientin sollte physiotherapeutisch angeleitetes Beckenbodentraining erfahren haben und nur bei nicht ausreichendem Erfolg sollte eben eine Operation erfolgen. Die Mail-Sling, also das Band, ist für den Mann, ist nicht für alle Patienten geeignet, weil es ja nur den Bandapparat ersetzt, nicht den Schließmuskel selbst. Sollte eine Schließmuskelverletzung vorliegen, Sie müssen sich das so vorstellen, als ob dann wirklich aus so einer kreisrunden Torte ein Stück rausgeschnitten wurde, dann besteht keine Angst vor einem künstlichen Schließmuskel, weil Sie in der Hand eines erfahrenen Zentrums aus meiner Sicht eine sichere Langzeittherapie darstellt. Allerdings müssen Patienten über die Komplikation aufgeklärt werden und eben diese auch im Zweifelsfall dann in Kauf nehmen. Man kann sie aber dann gemeinsam auch sehr gut wieder aufgreifen, diese Komplikation, und behandeln. Und damit wechsle ich zur Therapie der Dranginkontinenz. Der Chart sieht so ein bisschen ähnlich aus. Sie sehen hier also auch so ein Flussdiagramm. Und sehen schon, bei den Verhaltens- und Lebensstiländerungen hat sich nicht so viel geändert. Es gibt noch ein paar Phytotherapeutika, also pflanzliche Medikamente. Ansonsten sind es genau dieselben Verhaltensmaßnahmen wie bei der Belastungsinkontinenz. Inkontinenzprodukte, das haben wir beschrieben. Was wir allerdings anders haben, ist, die Dranginkontinenz ist eine Domäne der medikamentösen Therapie. Da ist als erstes natürlich, stehen da Tabletten im Vordergrund und wir haben die große Gruppe der Antimuskarinika oder Anticholinergika, das sind 7 Medikamente, die uns als Tablette oder als Medikamentenpflaster zur Verfügung stehen. Wir haben Betmiga, eine Substanz, die ähnlich wirkt, aber über einen ganz anderen Wirkungsmechanismus. Wir haben auch die Östrogene und das Desmopressin, ein Hormon, das im Prinzip an der Hirnanhangsdrüse ansetzt. Wir können die Medikamente aber nicht nur schlucken, wir können sie auch direkt in die Blase einbringen. Einmal das Botox, das kennen Sie vielleicht aus der ästhetischen Chirurgie, das Botulinumtoxin, das eben auch in den Blasenmuskel injiziert werden kann im Rahmen einer Blasenspiegelung und hierfür eine entsprechende Beruhigung sorgt. Oder man macht eine Blasenspülung mit der sogenannten EMDA-Therapie, Electromotive Drug Application, das Wort, das sich dahinter versteckt. Hier wird durch Anlegen eines Stromes werden die Medikamente angeregt, in die Blasenwand einzudringen und ihre Wirkung zu entfalten. Und dann gibt es noch Blasenschrittmacher. Alle kennen Herzschrittmacher. Es gibt etwas Ähnliches auch für die Blase. Wir hatten gerade drüber gesprochen. Eine der Komponenten für die Dranginkontinenz, eine gestörte Kommunikation zwischen Gehirn, also den übergeordneten Strukturen, und der Blase selbst sind. Und diese Neurostimulatoren, die versuchen, diese Kommunikation wieder zu normalisieren. Man muss sie in dem Sinne nicht an- und ausstellen, wenn man Wasser lassen möchte. Sie laufen wie ein Herzschrittmacher kontinuierlich durch und können eben bei einer ganzen Reihe über bis zu 70% der Patienten Langzeiterfolge erzielen. Die Rettungsoperationen nachgeschaltet sind ähnlich wie bei der Belastungsinkontinenz. Entweder eine Entfernung der Harnblase und Harnableitung oder hier kann man auch über eine Blasenaugmentation, also eine Vergrößerung der Harnblase durch Aufnähen eines Gewebepatches, nochmal eine Symptomverbesserung erzielen.
Wir hatten ja schon gesagt, dass sozusagen das Problem bei der Dranginkontinenz die Harnblase selbst ist. Und Sie sehen hier eben, dass an der Endstrecke der Nervenfaser werden sogenannte Neurotransmitter, also Stoffe ausgeschüttet, die die Harnblase zur Kontraktion anregen oder zur Entspannung. Geht über zwei Wege, nicht? Hier einmal über den Parasympathikus, das sind Nervenstränge oder den Sympathikus. Und hier setzen auch die entsprechenden Medikamente ein. Das heißt, Antimuskarinika blockieren hier, dass die Blase sich ungewollt zusammenzieht. Das Betmiga, die zweite Substanz bei der Dranginkontinenz, blockiert hier auf dem Weg oder aktiviert auf dem Weg und fördert die Entspannung der Harnblase. Und das führt zu einer erhöhten Speicherkapazität und auch zu einer längeren Speicherphase, sprich in Ihrem Alltag. Sie müssen nicht so oft auf die Toilette gehen und haben auch den Harndrang im Optimalfall besser unter Kontrolle. Jetzt gibt es nur ein Problem. Wir sehen hier aus einer großen Arbeit, das sind all die Medikamente, die ich hier gerade zusammengefasst habe, dass ungefähr nach 200 Tagen, wenn wir mal gucken, schon beim besten Medikament, beim Betmiga, die Hälfte der Patienten das Medikament nicht nimmt. Bei den anderen Medikamenten ist es noch viel schlechter, dass die Hälfte fast seit bei 100 Tagen schon erreicht. Das heißt, wir reden hier zum einen über eine chronische Krankheit, zum anderen aber über Medikamente, wo es so scheint, dass Patienten, die kaum ein Jahr tolerieren. Ja, das passt nicht so recht zusammen. Und das Problem ist zum einen die Erwartungshaltung, die Patienten an diese Medikamente haben, zum anderen aber auch die Nebenwirkungen oder die ausbleibenden Wirkungen. Das heißt, wenn Sie 40 Mal am Tag auf die Toilette müssen, wird so ein Medikament Sie selten in die Normalität führen. Und ein Arzt oder der Therapeut muss Sie darauf vorbereiten, dass es zur Symptomverbesserung kommt, aber wahrscheinlich nicht zur Normalität oder zur Symptomverbesserung kommen kann. Umgekehrt haben gerade die Anticholinergika Nebenwirkungen, die besonders im Bereich Mundtrockenheit, aber auch Verschlechterung der kognitiven Eigenschaften, also für neurologische Patienten, nicht so ganz gut geeignet sind in der Mehrzahl der Medikamente. Gibt da das ein oder andere, was besser ist? Sie können erhebliche Verstopfung verursachen. Also Sie sehen schon, man muss mit dem Patienten gut geredet haben, man muss den Patienten gut kennen, man muss seine weiteren Krankheiten kennen und das perfekte Präparat auszuwählen, dann wird es vielleicht ein bisschen besser. Trotzdem scheint es so, dass es für die Langzeittherapie nicht die optimalen Präparate sind, denn Sie sehen hier eine schöne Arbeit im British Journal of Urology publiziert. Da sehen Sie, warum haben die Patienten abgebrochen? Sie waren nicht zufrieden mit dem Therapieerfolg. Sie waren nicht zufrieden mit den Nebenwirkungen. Und dann kann man das so runterlegen, aber das sind sicherlich zwei der großen Komponenten, ja, und das muss eben im Vorfeld gut besprochen sein. Und jetzt kommen wir schon fast zum Ende des Vortrags und ich glaube, die Zeit ist auch schon fast überschritten. Hier nochmal der Blasenschrittmacher im Röntgenbild. Sie sehen die Schrittmacher, das Schrittmacher-Aggregat, ähnlich wie ein Herzschrittmacher. Natürlich ist er dann nicht am Brustkorb gelegen, sondern sozusagen am oberen Gesäßmuskel und eine Elektrode, die ihn mit dem die Blase versorgenden Nerv verbindet. Das heißt, es liegt gar nicht an der Blase, sondern eher hier im Steißbeinbereich, wo die Nerven austreten. Es ist aber auch umgekehrt keine Operation am Rückenmark. Das ist auch eine Angst, die viele Patienten beschäftigt. Es ist sehr einfach einzubringen und nach einer gewissen Testphase, die für die Patienten durchaus schwierig sein kann, hat man hier, finde ich, eine optimale Langzeittherapie. Und was stünde dem noch, oder was könnte man alternativ machen? Eben die Injektion von Botulinumtoxin A, also von Botox, in die Blase. Das wird im Rahmen einer Blasenspiegelung gemacht, wo eben die Blase so schachbrettmusterförmig, wo hier in der Blase die Injektionen erfolgen. Und durch das Einbringen des Medikaments in die Blasenwand kann man da mitunter sehr schöne Therapieerfolge erzielen, was die Beruhigung der Harnblase anbelangt. Und ich glaube, und hier schon mein Dankeschön für Ihre Geduld, habe ich mich gefreut, dass ich Ihnen das Thema näher bringen durfte und würde mich ebenfalls über eine angeregte Diskussion freuen. Bis jetzt werde ich hier nur zum weiteren Joggen, also da kennt mich jemand, aufgefordert. Das mache ich natürlich.
Würde mich aber auch freuen, wenn ich neben diesen Aufmunterungen noch einige Fachfragen beantworten dürfte. Ansonsten darf ich Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören wünschen. Hier wird jetzt die erste Frage gestellt und die ist, wie gefährlich ist eine Sphinkteroperation? Wie gefährlich was ist, lässt sich ja immer sehr schwer sagen. Ich kann sagen, dass wir hier ein sehr geübtes Team haben. Das besteht zum einen aus den OP-Schwestern. Nicht jeder Operateur hier bei uns kann diese Operation durchführen, sondern wir haben einige hochspezialisierte Operateure, die das in einer recht hohen Frequenz machen. Wir haben aber eben auch Schwestern, die sich auf den Stationen dann sehr gut nachbetreuen, die das kennen. Und in der Summe ist es so, und das zeigen auch die Daten, dass das in einem spezialisierten Umfeld diese Operation selbst ungefährlich ist. Ich selber habe schon seit langem keine Komplikation mehr innerhalb einer Operation erlebt. Wenn man von Gefahr sprechen will, dann sind die eher im mittel- und langfristigen Verlauf zu sehen, eben durch die Komplikationen, die wir eben gemacht haben. Allerdings, wenn man die Patienten im Vorfeld entsprechend gut selektioniert, also wirklich gut schaut, wer ist für einen Schließmuskel geeignet und eine entsprechende Patientenschulung betreibt, glaube ich, dass auch diese mittel- und langfristigen Komplikationen reduziert werden können. Und das sehen wir in unserem Patienten gut. Und ich empfehle den Schließmuskel allen Patienten, die ein entsprechendes Schädigungsmuster ihres originären Schließmuskels haben. Gibt noch weitere Fragen? Kann man sich bei Ihnen ambulant vorstellen oder nur mit Einweisung? Im Prinzip beides, was Sie jetzt gesagt haben, man kann sich bei uns ambulant vorstellen. Wir haben eine entsprechende Sprechstunde. Sie können das auf unserer Internetseite sehen und sich dann entsprechend telefonisch über unsere urologische Ambulanz anmelden. Brauchen allerdings eine Einweisung, was nicht bedeutet, dass Sie stationär bleiben. Das ist letzten Endes eine vorgeschaltete Bürokratie, die das nötig macht im deutschen Gesundheitswesen. Aber die Untersuchungen selbst sind ambulant. Und am Ende der Untersuchung ist es häufig so, dass wir Ihnen dann schon nach dem Erstkontakt, der in der Regel eine Stunde bis 90 Minuten dauert, je nachdem, was für Untersuchungen durchgeführt werden müssen, können wir Ihnen dann auch schon in der Regel eine substanzielle Therapieempfehlung mit auf den Weg geben. Hier kommt eine Frage nach vielen Bauch-OPs mit Katheter, nun Harndrang, alle 2 Stunden gibt es noch Hilfe. Das lässt sich natürlich nur beantworten, wenn man den Patienten oder die Patientin auch entsprechend sieht. Nochmal genau anamnestiziert, was sind das für Baucherkrankungen gewesen? Gibt es noch Zugang zur Harnblase über die Harnröhre? Und dann gibt es selbstverständlich noch bei vielen Patienten die Möglichkeit, das zu optimieren, je nachdem, was man muss nur das gemeinsame Endziel definieren. Möchte man katheterfrei sein, möchte man den Katheter behalten, aber den Harndrang loswerden, und dann kann ein individuelles Therapiekonzept gestrickt werden. Und meine Erfahrung ist, dass hier häufig noch Optimierungspotenzial bei fast allen Patienten zu finden ist. Eine persönliche Frage von einem männlichen Patienten, 66 Jahre, der vor 4 Jahren einen künstlichen Schließmuskel bekommen hat, dadurch ein neues Leben begonnen hat. Ich bin trocken, kann ein ganz normales Leben führen und würde jedem betroffenen Patienten dazu raten. Das ist also gar keine Frage, sondern ein Statement, und darüber freuen wir uns noch. Und herzlichen Dank natürlich über das Feedback. Und darf Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, ohne dass ich glaube, dass der künstliche Schließmuskel eine Allzweckwaffe ist oder irgendein Wunderinstrument. Es hat, wie jede Therapie, gibt es
ein Verhältnis zwischen Wirkung und Nebenwirkung und zwischen Erfolg und Problem. Trotzdem glaube ich, dass zu wenig künstliche Schließmuskel implantiert werden, weil so bei vielen ärztlichen Kollegen, aber auch bei vielen Patienten doch noch eine sehr hohe Ressentimentschwelle besteht gegenüber diesem Implantat, wohingegen der Umgang mit anderen funktionellen Implantaten, zum Beispiel in der Orthopädie, wenn ich an Knie- und Hüftgelenksersätze denke, die ja auch mitunter gewechselt werden müssen, diese Hemmschwelle mir deutlich niedriger erscheint. Und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren etwas auflockert, einfach weil ich glaube, dass das für eine große Zahl der Patienten eine Lebensqualitätsverbesserung darstellt. Wenn sonst keine Fragen mehr da sind, dann darf ich mich noch für die angeregte Diskussion bedanken. Ich glaube, hier konnten wir auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen für spezielle Themen. Darf Sie in einen hoffentlich schönen Abend verabschieden und hoffe, Sie haben das ein oder andere mitgenommen. Ich habe mich jedenfalls über Ihre Beteiligung sehr gefreut. Sollten Probleme bestehen, sind wir in der AK Altona in einem multidisziplinären Team, zu dem letzten Endes auch Gynäkologen, Allgemeinchirurgen, Neurologen, Gastroenterologen und Röntgenärzte gehören, in der Lage, auch komplexe Funktionsstörungen zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir haben einen enormen Patientenzuspruch. Ich glaube aber, dass eben noch ganz viele Patienten gar nicht den Weg zu spezialisierten Therapeuten führen. Und das ist eine Aufgabe, der ich mir schon seit Jahren angenommen habe und diesen Weg auch gerne weitergehen will, sowohl Diagnostik als auch Therapie für immer mehr Patienten zu ermöglichen. Sollte Ihrerseits Bedarf sein, wir sind für Sie da und damit darf ich mich jetzt endgültig verabschieden.